Ja, hallo aus Ungarn. Heute möchte ich mal etwas zu dem Mieten oder Kaufen in Ungarn sagen, weil ich sehe auch in den ganzen Foren, dass da vielleicht noch Missverständnisse vorherrschen. Ihr aus Deutschland seid das gewohnt, dass ihr erstmal eine Wohnung oder ein Haus eigentlich mietet, bevor ihr eins kauft. Aber der deutsche Markt ist grundsätzlich komplett anders als der ungarische. Das heißt, im Ungarische ist über 90% Eigentumanteil. Der deutsche Markt ist über 90% oder sehr überwiegend ein Mietmarkt. Da ist es üblich zu mieten, nur in der Schweiz ist es noch schlimmer. Jetzt nehmen wir mal die großen Städte aus in Ungarn. Also in Budapest vielleicht ist es noch üblich, was zu mieten. Aber auf dem Land gibt es das eigentlich praktisch nicht, dass man ein Haus mietet, sondern das kauft man. Und ich denke, wenn es sowas gibt, dann werdet ihr euch auch einen schlechten Preis zum Mieten bekommen. Und solche anderen Variationen wie Mietkauft ist mir völlig unbekannt. Also das gibt es hier noch nicht, was ja schon in Deutschland gibt. Aber es gibt einige Sachen, die noch neben dem Markt relevanter sind. Und zwar, das ist das. In Deutschland, wenn ihr etwas mietet, habt ihr schon gewisse Rechte als Mieter. Aber in Ungarn ist es so, dass die Mietverträge vom Vermieter sehr kurzfristig beendet werden können. Also von heute auf morgen, da gibt es keinen langfristigen Mieterschutz oder so etwas. Und da werdet ihr praktisch immer im Nachteil, wenn ihr etwas mietet und dann von heute auf morgen raus müsstet. Aber was noch viel wichtiger ist, dass in Deutschland seid ihr gewohnt, jedenfalls weiß ich das von früher oder auch von Bekannten jetzt noch, dass viele mieten, weil sie denken, die ganzen Reparationskosten am Haus, die erledigt dann ja der Vermieter. Und in Deutschland, Österreich mag das sicher noch so sein oder Schweiz sicher auch. Was weiß ich, geht der Boiler mal nicht, gerade im Winter keine Heizung und so, dann ruft er den Vermieter an und dann macht er das. Das ist auch praktisch, weil er ja Vermieter ist, ist seine Pflicht, das sieht er auch so. Aber ich weiß aus mehreren Fällen von Bekannten und auch ich habe eine Zeit lang hier etwas gemietet, also in Budapest, dass das überhaupt nicht üblich ist. Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht, wenn im Garten was zu machen ist, dann wird man euch erstmal ein bisschen vertrösten und hinhalten. Und das nicht sofort für euch erledigen. Also Garten und solche Sachen, Instandhaltungsaufgaben auf gar keinen Fall. Wenn mal die Heizung vielleicht im Winter ausfällt, dann ja, vielleicht schickt er einen oder sagt, komm, ruf mal irgendeinen und bei der nächsten Miete ziehen wir es wieder ab. Aber das sind dann doch deutliche Kosten, die auf einen zukommen. Also das müsst ihr auf jeden Fall mit einkalkulieren. Komplett anders als in Deutschland und Österreich und der Schweiz. Ich würde empfehlen, aber natürlich, ihr wollt erstmal mieten, damit ihr natürlich erstmal sehen könnt, was ist los im Land, gefällt es mir dort. Also ich verstehe den Ansatz, um das zu machen. Ich denke aber, ihr solltet dann, wenn ihr erstmal testen wollt, ist Ungarn überhaupt das richtige Land zum Auswandern für euch, bevor ihr was kauft, dass ihr dann wirklich ein, zwei ausgedehntere Urlaubsreisen, in Ungarn macht. Rundreisen vielleicht, dann mietet ihr euch irgendwo ein und versucht mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, eben nicht nur als reine Touristen, aus reiner Touristensicht, dass ihr das seht, weil das ist natürlich wieder komplett anders, als wenn ihr ausgewandert seid und dort lebt. Und bei dieser Gelegenheit könnt ihr euch natürlich auch an Plätzen, wo es euch besonders gefällt, schon mal gucken, wie sind dort die Immobilienpreise, also fernab von den großen Grundstücks- und Hausbörsen, dass ihr wirklich vor Ort mal im Ort rumgeht, Ellado-Schilder guckt und dann mal seht, was es für euch doch kosten würde, so ein Haus dann zu kaufen, wenn es euch in Ungarn gut gefällt. Das ist eine gute Möglichkeit, weil die Immobilie vor Ort, die Umgebung vor Ort, viele wollen sich das ersparen, sehen im Internet dann alles mit Videos und was weiß ich an. Aber das kann euch gar nicht keiner ersparen. Das sieht immer völlig anders aus vor Ort, als ihr das so gedacht habt vom Internet. Okay, ich hoffe, das konnte euch was helfen. Abonniert den Kanal, liked das Video und abonniert mich auch auf Telegram. Alles hier unten unter verlinkt. Macht's gut aus Ungarn. Ciao, ciao.